Moin Michi. Hey. Was hast du so im Urlaub gemacht? Ja, das Übliche, ne? Skifahren, Silvester gefeiert, WoW-Gilde aufgelöst, was man halt so macht im Urlaub. Jetzt auf einmal keinen Bock mehr, wie wir. Nee, also die Gilde ist nicht wirklich aufgelöst, aber es ist so, dass ein paar meiner Mitglieder in meinem verlängerten Winterurlaub gemeutert haben und einen Großteil der Mitglieder mitgenommen haben, um ihre eigene Gilde zu gründen. Ja. Warum? Was haben die davon? Es war so, über die letzten Monate oder vor allem in den letzten Wochen haben wir ja ziemlich viel rekrutiert und auch ziemlich viele neue Mitglieder. Unter anderem war das ein Österreicher, der dabei war. Ach so. Und der war sehr engagiert. Der konnte gut reden und so. Ja, dann hat er ein paar Sachen erzählt. Sind ja, genau. Nach. Und ich konnte ich ja als Deutscher auch nicht vorhersehen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, den an die Macht zu lassen. Mhm. Jedenfalls habe ich ihm in relativ kurzer Zeit viel Verantwortung übertragen. Ja. Und der hat sich dann entschieden, nö, der Julius ist jetzt schon ein paar Wochen nicht da, deswegen... Das ist hier wie der Obermeier von der GameStar. Ja. Der war auch ein paar Wochen nicht da. Ja, und dann einmal hat jemand anders die News übernommen. Das ist scheiße. Nee, und dann waren auf einmal die Leute weg. Dann habe ich eine Facebook-Nachricht bekommen. So, Julius, das hat nichts mit dir zu tun. Nee, oder? Ja, doch, klar. Sag mal, kann man eigentlich dein WoW-Gildenleben, das kann man halt voll zu so einem Drama verfilmen. Schon ja, was du in der anderen GamesNet-TV-Folge erzählt hast, wie das mit der alten Gilde war, wie du so machthungrig geworden bist. Ja, natürlich. Kommt das Schicksal. Ja, natürlich. And throw the curve. Das glaubt man nicht, was da für ein Social Bullshit eigentlich abgeht in so einem... Also, wie da einfach die Leute einfach auch sich streiten und da muss man Streit schlichten, da hat der wieder keinen Bock und so. Aber warum meutern die denn wirklich? Ich meine, im Endeffekt können sie doch auch, ohne dass du da bist, einfach das Spiel weiterspielen und diese Dungeons machen, und warum muss man eine neue Gilde aufmachen? Die hätten eigentlich alles machen können. Also meine Abwesenheit hat sie jetzt nicht krass zurückgehalten. Natürlich ist es schon nicht so cool, wenn der Leader halt mal einen längeren Zeitraum nicht da ist. Aber auf der anderen Seite, ey komm, es ist halt fucking Weihnachten gewesen. Gib mir doch Weihnachten mal 3 Wochen oder 2 Wochen, die ich mal ohne PC bin. Aber auch dein Statthalter hätte doch, du hast ihm doch so viel gegeben, dass er doch diese ganzen Verwaltungsgeschichten hätte machen können. Ja, schon. Also es gibt ganz wenige Aufgaben, die nur der Leader machen kann von den Rechten her. Nur der Leader kann halt zum Beispiel Ränge und Rechte verteilen, aber das ist jetzt dann nichts, was man jetzt akut über Weihnachten gebraucht hätte. Ja, keine Ahnung. Ja, und jetzt? Das ist ja ein Kühlschrank. Und jetzt? Ja, jetzt ist, habe ich erst gedacht, ich höre auf, weil ich natürlich erstmal demotiviert war. Raus! Da, Freiheit! Ja, aber dann habe ich es nicht übers Herz gemacht. Dann haben die anderen Leute, die in der Gilde geblieben sind, die mir loyal waren, weißt du, die haben dann gesagt, ja, Julius, ey, komm, wir machen das schon. Und da habe ich halt gesagt, okay, komm, der neue Raid kommt jetzt raus, machen wir es doch mal. Weißt du? Und jetzt kommt der neue Raid diese Woche raus und dann probieren wir es mal mit den Mitgliedern, die wir noch haben. Sind Julius, so das hat mich viel zu viel Aufwand gekostet. Ich habe in meinem Urlaub ein alter Ego von einem österreichischen WoW-Spieler angenommen, um dir deine Gilde wegzunehmen, um dich zu befreien. Und du verstehst es immer noch nicht, verdammt nochmal. Lauf, Junge!